Aber heute soll es ja nicht um ESO gehen. ESO spielen wir dann ein bisschen mehr dann am Freitag wieder. Ich werde jetzt so nebenbei halt ein bisschen einfach Sachen looten hier, ein bisschen Rohstoffe farmen, ein paar Bücher zusammensuchen für die Magiergilde hier, ne? Wie man gerade gesehen hat. Und ansonsten möchte ich mit euch heute was beginnen, was ich sonst eigentlich noch nie gemacht habe. Also manche, die mich jetzt kennen oder wenn ihr jetzt neu dabei seid, beziehungsweise mich jetzt halt zum ersten Mal seht. Ich bin ja schon seit 2012 im Gaming-Bereich unterwegs. Ja. Habe im Jahr 2012 mit der Everest Gaming-Organisation angefangen. Das ist gestartet als ein Service für Gilden. Das heißt, ich habe Gilden angeboten, kostenlos eine Webseite für sie zu machen. Das war kein Baukastensystem, sondern das wollte ich mit PHP BB3, also so einer Forensoftware, realisieren, mit der ich mich zu der Zeit ziemlich gut ausgekannt habe und das eigentlich ziemlich schnell auch durchziehen hätte können. Allerdings wurde das Angebot damals in 2012, klar, es ist, ich hatte damals, da fängt es ja auch schon an, es ist jetzt schon eine ganze Weile her und ich hatte damals natürlich die Erwartung oder, wie soll ich sagen, den Wunsch, dass, ja, ich fange das an und dann innerhalb von einem Monat oder von 2 Monaten läuft das, ja. Das war mein, neben der Musik, die ich schon 2008 angefangen habe, war das 2012 mit everest-gaming.org mein erstes Projekt, wo ich so richtig als Gewerbetreibender gestartet habe. Und da habe ich natürlich gedacht, ja, das zeigt sich ziemlich schnell, ob das klappt, ob das gut funktioniert oder nicht. War dann allerdings nicht so. Na? Und die Zeit und die Erfahrung hat auch wirklich nochmal deutlich gemacht, zumindest für mich, in meinem Werdegang jetzt, dass eben die Dinge nicht so schnell meistens passieren, wie man sich das vielleicht wünscht. Ja. Also, falls jetzt jemand von euch zuschaut, der zur jüngeren Generation gehört und vielleicht sich auch denkt, ja, wenn ich jetzt was anfange, dann möchte ich da schnell Resultate sehen und es muss sofort klappen, also als Selbstständiger oder Freiberufler, Gewerbetreibender, dann ist das meistens nur mit Frust verbunden. Also natürlich kann es auch sofort klappen, ja, aber ich glaube, das ist eher seltener der Fall. Jedenfalls habe ich ja dann versucht, dieses Projekt voranzubringen und das war ja eigentlich erstmal als ziemlich großzügiger Service gedacht. Ja. Also ich wollte ja wirklich von Hand Webseiten für Gilden machen, für Gildenleiter auch, die selber nicht die Skills hatten, um selber eine Webseite zu basteln. Ja. Da gab es diese Dinger noch nicht so groß, wie es jetzt gibt, dass man da halt einfach, ich weiß nicht, wo es das überall schon gibt, jetzt 4Players und Guild Home oder was weiß ich, wie das Zeugs jetzt alles heißt, wo man jetzt einfach eine Gilden-Webseite machen kann. Das gab es ja früher noch nicht so. Und ich wollte gerade in diesem Bereich halt eben Möglichkeiten bieten. Habe ich dann auch getan. Also ich glaube, es waren, ich kann mich jetzt verschätzen, aber ich glaube, es waren immerhin 7 oder 8 Gilden, für die ich dann Foren realisiert habe und die gehostet habe über meine eigene Domain. Allerdings, ja, das war ja für mich eigentlich nur so ein Start und das hat sich dann entwickelt in einen Gaming-Blog. Also everest-gaming.org, darauf werde ich später noch zu sprechen kommen. Da habe ich ja was angekündigt und das steht ja auch unten drunter. Es geht um eine Anzeige und das hat auch mit everest-gaming.org zu tun. Darauf dann aber dazu später mehr dann. Ne? Also ich versuche jetzt erstmal einfach euch ein bisschen meine Geschichte zu erzählen, damit ihr mich besser kennenlernen könnt. Und vielleicht auch in Zukunft, falls ihr mir denn folgt und meine Livestreams weiterhin besucht, auch besser verstehen könnt, was ich so, auf was ich Bezug nehme oder von welcher Basis aus ich hier einfach Sachen auch
beurteile oder ja, worauf ich mich beziehe. Ja. Also Everest-Gaming.org hat sich dann zu einem Gaming-Blog bzw. Gaming-Magazin entwickelt und ich habe teilweise schon richtig Gas gegeben. Also ich habe 2, 3, 4 anständige Artikel, würde ich sagen, Berichte über Games, vor allem MMOs, online gebracht pro Tag, nicht pro Woche oder so, sondern pro Tag. Und mir war es eigentlich immer wichtig, da mehr als so eine karge Newsmeldung zu machen, ja, und eher Klasse statt Masse eigentlich trotzdem beizubehalten. Und mir ging es darum, dass ich den Leuten vor allem schnellstmöglich einen Überblick geben kann über die Eckdaten von neuen MMOs und von kommenden MMOs, die noch viele nicht auf dem Radar haben oder hatten. Da ging es zum Beispiel damals, ging es bei mir schon darum, also das war nicht direkt in 2012, aber es war dann so 2013, 2014, glaube ich, hatte ich schon Lost Ark irgendwann auf dem Schirm oder ich hatte Blade and Soul auf dem Schirm. Das hat dann aber ewig gedauert, bis es rausgekommen ist. Viele, viele Indie-Titel eben, die die großen Magazine nicht auf dem Schirm hatten, habe ich recherchiert und habe versucht, eben Infos dazu zu bringen. Und habe das Ganze natürlich letztendlich auch auf YouTube ausweiten wollen, wo ich dann zum Beispiel die MMO-Liste für das Jahr 2016, 2017 und so weiter, also solche Listen gemacht habe, was jetzt ja vor allem gerne mittlerweile zum Beispiel GameStar ja aufgegriffen hat und das für sich quasi nutzt, um natürlich auch viele Suchanfragen auf YouTube abzugreifen. Na? Und das habe ich früher, das war früher eine Idee von mir. Ich habe sie mir zumindest nirgendwo abgeschaut, aber ich habe halt gedacht, das wäre doch cool, das wäre informativ für euch, weil, und es war auch informativ für mich selber, weil ich wollte ja für mich selber auch eine Liste haben, weil ich halt sehr gerne MMOs spiele. Ne? Und dachte, das ist doch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ja, dann habe ich also so Videos gemacht. Ich würde schon behaupten, ohne zu übertreiben, im Jahr 2013, 2014 die umfassendste MMORPG-Release-Liste unter allen deutschen Magazinen, die sich mit Games oder besonders MMOs befasst haben. Kein anderes Magazin hatte so eine Release-Liste wie ich. Da musste man ganz schön runterscrollen, dass die irgendwann mal zu Ende war. Mit eingeschätztem Release-Datum, mit konkretem Release-Datum, falls es bekannt war, und kurzer Einordnung zum Genre. Also habe mir da schon wirklich Mühe gegeben und habe versucht, auch über jedes MMO mindestens einen Artikel mal rauszuhauen, wo ich ein bisschen Überblick zugebe. Entsprechend, ja, könnt ihr euch vorstellen, ich war da eigentlich für das Projekt Feuer und Flamme lange Zeit. Bis natürlich dann irgendwann mir die Luft auch ausging. Ne? Also das ist auch was, was ich wirklich sagen kann, falls eben Leute von euch irgendwann zuschauen oder das Video später auf YouTube finden. Ihr könnt natürlich richtig Feuer und Flamme sein für ein Projekt und da wirklich dahinter stehen und richtig reinhauen, sage ich mal so, aber müsst echt auch aufpassen auf euer Wohlbefinden, eure Gesundheit und dass ihr eben nicht ausbrennt, ja. Also ich hatte jetzt nicht sowas, was man jetzt, oder was ich jetzt als Burnout bezeichnen würde. Ja. Ich habe nie aufgehört, bis heute eigentlich nicht. Aber es ist nun mal schon so, dass es wirklich schwierig ist, über Jahre tagtäglich so eine Performance zu bringen. Und da ist natürlich der wichtige Knackpunkt, dass man jeden Tag viel versucht zu erreichen, aber dafür nichts verdient. Ja.